بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihr müsst eins wissen, immer wenn ich so zu der Kundgebung gehe, dann höre ich so langsam die Töne. Da komme ich mir vor wie früher im Boxring, ohne Quatsch. Ja? Echt? Da wollte ich gerade schon direkt ein bisschen Schattenboxen machen, also auf den Weg gehen. Aber auf jeden Fall wollte ich das sagen, liebe Geschwister, ich bin echt stolz auf euch. Und es wäre schön, wenn ihr vielleicht für die Frauen ein bisschen Platz lasst hier. Wäre ganz gut, wenn das irgendwie möglich ist. Wir versuchen das Beste zu tun. Und mir standen gerade wirklich beinahe die Tränen in den Augen, als ich die ganzen Brüder und Schwestern hier gesehen habe. Und ich wollte euch sagen, dass ich stolz auf euch bin und dass ich euch für Allah liebe. Und ich bitte den allmächtigen Gott, mir heute die Kraft zu geben, einen Funken aus meinem Herzen auf eure Herzen zu übertragen, damit das Herz für diese Religion brennt, für diese Religion schlägt. Denn das ist der Weg zum Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagt im Koran, und natürlich auch für die Nicht-Muslime, die hier sind, Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Wer sich eine andere Religion als den Islam, die Gottergebung, wünscht, so wird diese niemals von ihm angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und diesen Vers, den wiederholen wir immer wieder und überall, wo wir sind. Und wir sagen das nicht, um irgendjemanden hier zu verletzen, um irgendjemandem weh zu tun, sondern weil wir das Beste für jeden Menschen lieben. Allah sagt im Koran zum Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Und liebe Geschwister, auf Barmherzigkeit will ich nachher nochmal zu sprechen kommen, aber das ist etwas, was wir, und ich sage bewusst wir und nicht ihr, sondern das gilt auch an mich. Die Worte, die ich sage, die sind in allererster Linie an mich selber gerichtet, denn ich mache genügend Fehler. Ich bin ein fehlerhafter Diener Allahs. Ja, genauso wie ihr Sünden macht, so mache ich auch Sünden, vielleicht sogar noch mehr. Ja, und deswegen möge Allah unsere Sünden vergeben, möge er uns Bescheidenheit geben, insbesondere in diesem Ramadan, und uns zu besseren Muslimen machen. Aber zu dieser Barmherzigkeit gehört, dass wir es wollen, dass Menschen dieses Wort vernehmen. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, ist über 70 Kilometer zu Fuß gegangen. Und damals gab es keine Turnschuhe von Lidl, die gut gebaut waren. Das waren damals ganz einfache Schuhe. Ja? Und bei 70 Kilometern durch die Wüste, die Wege nicht richtig geebnet, ja? Die Füße kaputt, geschwollen. Und er kommt in Taif an, in dieser Stadt. Und er bleibt dort 10 Tage, geht von Haus zu Haus, ruft in der Stadt auf. Und in der Stadt hat er eine Sure vom Koran gelesen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Was-samai wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات رجع
والأرض ذات الصدع إنها لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Diese Sura hat er dort gelesen auf der Straße. Und da war ein kleiner Junge, der hieß Khalid al-Udwani. Und er hat diese Sura auswendig gelernt. So tutorik, das ist die 86. Sura des Korans, müsste das sein. Und was ist danach passiert, liebe Geschwister? Da kamen die Feinde, sozusagen die Gegendemonstranten. Und die haben ihn mit Steinen beschmissen. Er war zu zweit. Er und Zayd ibn Haritha, sie waren zu zweit. Und sie haben ihn vertrieben, mit Steinen beschmissen, dass das Blut an seinem Körper herablief. Und er ist erst viele Kilometer später konnte er erst in einem Garten stehen bleiben. Und später kam dann ein Engel zu ihm und hat dem Propheten Friede und Segen mit ihm das Angebot gemacht. Das ist das, woran wir, vielleicht findet der eine oder andere Nicht-Muslim die Geschichte lächerlich, aber das ist das, woran wir glauben. Ja, und hier ist eine Lehre drin in dieser Geschichte. Dieser Engel hat dem Propheten angeboten, seine Feinde zu vernichten. Und was sagte der Prophet Friede und Segen mit ihm? Nein. Sondern Allah soll von ihren Nachkommen Menschen bringen, die den allmächtigen Gott alleine dienen. Das ist die Barmherzigkeit des Propheten, a.s.w. Ihr müsst euch das vorstellen, der Prophet Friede und Segen mit ihm steht dort und das Blut ist in seinen Schuhen. So ist das Blut an seinem Körper herabgelaufen. Er ist so verletzt worden. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir verletzt werden, wenn wir vielleicht geschlagen werden, lasst uns versuchen, barmherzig zu sein und für jeden Menschen trotzdem das Beste wollen. Denn der heute dein Feind ist, der ist vielleicht morgen dein Freund. Liebe Geschwister, es gab Leute, die haben den Propheten Friede und Segen mit ihm, mit dem Schwert bekämpft. Wie zum Beispiel Khalid ibn al-Walid und Amr ibn al-As. Plötzlich im 7. Jahr, sie haben so viele Zeichen gesehen, dass das doch der wahre Weg ist. Ihr müsst euch vorstellen, im 7. Jahr nach Hijra, wie viele Jahre war der Prophet Friede und Segen mit ihm zu diesem Zeitpunkt schon Prophet? 20 Jahre. Und plötzlich, Amr ibn al-As kommt aus Abyssinien und will in Medina den Islam annehmen. Und Khalid ibn al-Walid kommt aus Mekka und will den Islam annehmen. Das waren richtige Kämpfer gegen den Islam gewesen. Und die treffen sich beide kurz vor Medina und sagen, ja, wo willst du denn hin? Ja, ich will nach Medina, ich will den Islam annehmen bei Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Dann sagt der andere, ja, ich auch. Ich will auch den Islam annehmen. Und da haben sie beide den Islam angenommen. Und das waren Leute, die den Islam verbreitet haben. Deswegen bitten wir den allmächtigen Gott heute, unsere Gegner alle recht zu leiten. Möge Allah sie alle auf den geraden Weg führen. Möge er sie alle auf den geraden Weg führen. Möge er ihnen die Wahrheit als wahr zeigen und ihnen helfen, sie zu befolgen. Und möge ihnen das Falsche als falsch zeigen und ihnen helfen, es zu vermeiden.